Und damit willkommen zurück. So, im Livestream hast du natürlich nichts verpasst. Wenn du bei YouTube zuguckst, dann fehlen dir genau 2 Minuten. Ungefähr so, plus minus. Ne? Und du hast natürlich Zeit versetzt. Dafür bessere Qualität. So, wir wollten ja noch den Rest hier alles fahren. Also hier, ne, das sind ein paar Strecken. Jetzt machen wir die Giants Rennstrecke. So ein Denglisch ist das irgendwie. Willkommen zu einer alten Familientradition, dem Bishop Familienrennen. 3 Generationen von Clarence Bishops, alle in einem Wettkampf. Sie sponsern es jedes Jahr. Und einer von ihnen gewinnt immer. Wie wäre es, wenn du mit dieser Tradition brichst? Es ist ja keine Kunst, wenn ich das mache, oder? Alter, der Radsturz, den ich drin habe, ist schon ein bisschen übertrieben. Fährt da mit dem Oldtimer? Alter Mercedes. Mal erstmal so schauen, wie die Strecke ist. Willst nur wieder. Oh oh. Den Staubsauger an. Jetzt habe ich geguckt, was du schon machst. Er lässt sich auch gut fahren, ne? Also davon abgesehen. Wenn man gut einstellt und so. Am Anfang ist er ein bisschen tricky. Aber ja, der lässt sich dann gut fahren. Ne? Den haben wir ja mittlerweile voll ausgebaut. Geht es ja nicht nur um Feinheiten. Dürfte diesmal in der Kurve. So, die hier oben ist schwer einzusehen, weil die halt genau in einem Buckel ist. Aber ja, wir können da ja, nochmal Hypercar fahren, da hätte ich nichts dagegen. Wir brauchen eh noch mal ein bisschen Geld. Oh, oh, oh. Das ist auch ein bisschen zu weit rausgerutscht. Das Wetter auch wieder auf, das finde ich gut. So, haben wir mal das rein, wa?
So, ja, jetzt machen wir auf jeden Fall mal noch so 20 Minuten. Auf jeden Fall das hier. Ja, das könnte man lassen. So, und dann tun wir die Teile auch hier reinbauen. Was war das jetzt? Das hier, ne? Den kann man weg. Da haben wir eh schon 320, das lohnt sich nicht mehr. So, Reifen haben wir aber noch nicht. Gut, auf zum nächsten. Blitzreise. Ich glaube, da ist das Auto jetzt vorgegeben. Ein Rennen wie dieses ist eine Rückschau, eine Chance, zu den Ursprüngen zurückzukehren. Über die Zukunft dürfen wir die Vergangenheit nicht vergessen. Die richtige Balance zu finden ist wichtig. Und dazu ist manchmal Oldschool angesagt. Ja, ich glaube, wir kriegen ein anderes Auto. Alter, warte mal. Hoho. Ja, das ist der Mercedes, den wir vorhin gesehen haben. Schönes Interieur. Oh, wir müssen hier rechts. Oh Gott. Ich liebe es, an Oldtimern wie diesem rumzuschrauben. Weißt du warum? Keine nervigen Computer. Nur ich und die Maschine. Nein. Boah. Na, wenn sich da im Zickzack einmal... Ich glaube, das holen wir nicht so schnell ein. Wir haben auch keine Leistungspunkte hier. Wir haben das Ding wirklich nur Standard. Ich hoffe, du glaubst nicht, dass es einfach wird, nur weil das hier ein Oldtimer ist. Es gibt keine Servolenkung, darauf solltest du vorbereitet sein. Denn um diese wundervolle kleine Bestie unter Kontrolle zu halten, musst du alles geben, was du hast. Ja, ich merke das schon, am Lenkrad geht ein bisschen schwerer. Es gibt einen Grund, warum die Leute solche Rennen lieben. Nur Können und Stahl, kein Schnickschnack. Was mich betrifft, sind das die wahren Rennen. Und alles andere ist nur Beiwerk. Es ist auf einfache Weise elegant. Keine Tricks, keine Gimmicks. Hier zeigt sich der wahre Rennfahrer. Heißt es hier? Ja, genau. Wahre Rennfahrer. Wir müssen aber auch Ideallinie fahren, sonst sehen wir hier nämlich kein Land mehr. Was die anderen Gott sei Dank nicht so sehr tun. Siehst du, haben wir es doch noch hingekriegt.
neues Fahrzeug verdient. Haben wir... Video. Geschichte ist ein permanenter Wandlungsprozess. Aber wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Es gibt so viel, worauf wir stolz sein können. So viele große Rennen und große Fahrer. Dieses Erbe macht uns zu dem, was wir heute sind. Und zeigt uns, was wir morgen sein werden. Egal, was sich ändert. Ich denke, sowas nennt man einen vollen Erfolg. Nicht nur dein Abschneiden, auch das Rennen. Es ist schön zu wissen, dass es noch einen Platz für die Klassiker gibt. Ja, das ist doch super dupi, ne? So, die übrigen Teile bauen wir wieder hier ein. Das war jetzt hier. Das kommen wir weg. Dann hat man... So. Oh, ich gehe immer eins zu weit. Immer. Den wollen wir aber nicht fahren, wenn wir wieder den hier. Schon ganz anders fahren. Wie geht's dir davon? Gewöhn dich ruhig an das Gefühl. Zu lange gedriftet.
Deine harte Arbeit zahlt sich aus. Ich habe Sponsoren, die schon nach dir fragen. Du. Sponsorin? Nee, das war das, ne? Da haben wir 23er Dingens übrig. Boah, das können wir ja mal hier reinflacken. Sonst haben wir hier nichts mehr, ne? Nee, ich glaube nicht. Tipp, 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 tipp. So. Schiebung, 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 Kopp. Du machst mich echt stolz. Every Song. Das habe ich schon mal, ich weiß nicht, ob ich das hier auch erwähnt hatte, aber im Livestream auf jeden Fall. Das klingt wie Amazon, ne? So ein bisschen eine unterschwellige Schleichwerbung. Ja, super, auch noch im Schnee. Oh, diesmal so war. Ja, die haben wir noch sauber gekriegt, jetzt gerade die Kurve. Schön rein in den Schallbund. Oh, 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 oh. Was reinballern. Und zu zünden wahrscheinlich rausfeuern, oder? Wir fahren hier ein bisschen mittiger. Schlüpfen hier rein. Wegen dir, weil du immer so viel schreiben musst. Aber redest du nicht mal mit mir? So. Ich denke, bei Level R sind wir solche Ovale hier 50 Runden gefahren. Und mir wird jetzt schon langweilig. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie das mal eine ganz schöne Qual für mich gewesen sein ist.
schuldig sei. Oh, vier Teile zu hören. Hör mal, lass es mich gerade raussagen. Ich glaube nicht, dass der ganze Mist nötig ist. Echte Profi-Rennen finden auf dem Boden statt. In einem Auto, auf einer Piste. All der andere Müll mit Booten, Flugzeugen und was weiß ich, ist doch nur Quatsch. Sicher, kurzzeitig mag das interessant erscheinen, aber was, wenn die Leute genug davon haben? Wie weit müssen wir dann noch gehen? Wenn du mich fragst, und das sollte jeder, müssen wir uns an die Klassiker halten. Darin bin ich sowieso besser. An die Klassiker halten, jawohl. So, ich würde gerne jetzt eine Pause schon einlegen, weil... Ach, egal, komm. Wir tunen hier noch. Das haben wir schon. So. Ich weiß nicht, wieso ich die Teile mal aufhebe. Das ist schon 320, alles klar. Was schon drin? So. Aktivitäten. Komm, wir fahren noch eins. Für die YouTuber fahren wir noch eins. Bei mir Rennstrecke. Jawohl. Dann machen wir die Folge Winston voll. Unsere Community hat die Vision, im Stream machen wir dann dass es bei jedem Rennen eine perfekte Linie gibt. Wenn du darauf bleibst, kann dich niemand schlagen. Und genau das machen wir hier. Finde diese Linie zwischen Kurven und Geraden, zwischen Vergangenheit und Zukunft. Wir suchen nach dem perfekten Weg. Ja, das Ding ist, was ich die ganze Zeit immer mache. Versuchen, die Ideallinie zu fahren, weil... Anders geht's ja schon gar nicht, ne? Nicht schlecht. Das wird die Kritiker zum Schweigen bringen. So, da fahren wir wieder Zicke-Zacke. Zicke-Zacke, hoi, hoi, hoi. Jetzt habe ich gedacht, der fliegt gleich weg. Aber ich finde es schön, dass sie das behoben haben mit den Curbs. Weil im ersten Teil war das nicht so ideal. Wenn du da die Curbs mitgenommen hast, dann bist du da eher weggerutscht. Hier ist es wirklich so, dass sie dich reinziehen in die Kurve rein. Nicht immer, aber schon besser also. Ja? Klar, wenn du zu sehr mit schrubst die ganze Zeit die Curbs, dann zieht's so den Arsch weg. Aber wie hier, kannst du ja ruhig fahren. Aber hier. Brrrr.
Boah, schon wieder. Viel zu eng. Sauber erwischt. So. Jetzt aber. Wir rüsten aus. Und dann für alle, die eingeschaltet haben bei YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Dass ihr das immer mitmacht. Mit mir hier. Ja, wenn du Lust hast, mal Livestream zuzuschauen, ist auch kein Problem. Das ist im Kanal oben da verlinkt, ne? Da kannst du draufklicken und dann siehst du Livestream und so, bla bla bla. Twitch halt, ne? Ja, und dann kannst du da auch mal zugucken und mitlabern. Wenn du Bock hast. Wenn nicht, dann nicht. Dann, wie gesagt, ne, YouTube hast immer noch 4K. Im Gegensatz zum Stream, da ist es ein bisschen, naja, ne? Qualität, ne? Das liegt aber nicht an dem Rechner oder am Dekodieren, das liegt einfach an der Bitrate. Weil bei Twitch bin ich halt auf 3000 begrenzt. Und das ist, ja, wirkt sich natürlich dann aufs Bild aus. Ne? Wenn du 27p machst, 6 FPS wird schon kriminell. Mit 30 geht's noch. Aber, naja, ist halt nicht so schön wie 4K. So. Ja. Hab ich schon alles gesagt, oder? Ne? Tschüss. Nochmal. Doppelt hält besser. Okay. Genau. Für euch im Stream. Ich bin gleich wieder da.